Ja, ich stehe hier mit Jan Timmern, Großmeister aus Holland, den sicherlich alle kennen. Zweites Schachheimwochenende für die Düsseldorfer SK. Jan, für dich ein sehr erfolgreiches Wochenende. Gestern ein Sieg aus einer komplizierten Stellung heraus. Heute ein Remis, was auch sehr komplizierte Stellung war. Erzähl uns doch mal ein bisschen, gerade gestern dein Sieg. Wie hast du die Partie so eingeschätzt? Gestern glaube ich, dass es eine gute Partie war. Ich soll das noch prüfen mit dem Computer. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube trotzdem, dass ich so gut gespielt habe. Und ich habe einige Sachen gesehen, die er nicht gesehen hat, und das war sehr wichtig. Und heute war es eine ruhige Partie. Ich glaubte schon, dass ich im Vorteil kam, aber er hatte eine sehr gute Verteidigung und dann konnte ich nichts machen. Okay. Ja, insgesamt für den Düsseldorfer SK heute auch ein schwieriges Match. Gestern knapp verloren. Heute sieht es im Moment jetzt auch eher wahrscheinlich nach einer knappen Niederlage aus, oder? Ja, das glaube ich schon. Jetzt haben wir wenig Chancen, noch diesen Kampf zu retten. Aber bevor der Zeitnot war, sah es gut aus. Ja. Okay. Aber einige Partien sind schief gegangen. Okay, aber wir sind optimistisch, haben ja noch einige Runden zu spielen, dass wir aus dem Abstiegskampf noch erfolgreich herauskommen, oder? Ja, ganz auf jeden gut. Fall. Ja. Prima, vielen Dank für das Interview.